Hallo und herzlich willkommen bei Faszination Kochen. Mein Name ist Christian Nielsen. Heute zeige ich euch, wie man einen Huhn zerlegt. Hier habe ich ein wunderschönes Bio-Huhn. Als erstes entfernen wir die Bürzeldrüse. Sie enthält Fette, die den Geschmack negativ beeinflussen würden. Als nächstes entfernen wir das Bauchfett. Daraus könnte man Schmalz herstellen. Meistens sind die Innereien schon entfernt, aber es könnten immer noch Reste drin sein. Wie zum Beispiel die Nieren, die nie entfernt werden. Denn die sind im Rückenknochen eingebettet. Man nimmt die Finger und drückt sie einfach raus. Kommen wir zur anderen Seite. Wir müssen den Gabelknochen entfernen. Dafür schneiden wir einfach ein bisschen Haut ein, erfüllen den Gabelknochen, der wie ein Schlüsselbein ist, und schneiden die Brust beidseitig ein. Mit Daumen und Zeigefinger fahren wir den Knochen entlang und reißen ihn einfach raus. Die meisten entfernen jetzt schon die Flügel, aber dazu komme ich später. Ich fange immer mit den Schenkeln an und schneide die Haut beidseitig ein. Ich ertaste das Hüftgelenk und halte den Schenkel mit der ganzen Hand fest. Eine kleine Drehung und das Gelenk ist ausgekugelt. Bei der anderen Seite das gleiche. Ich drehe das Huhn um und schneide das Schenkelfleisch vom Rücken ab. Da, wo ich gerade mein Messer ansetze, sind die Solilés. Und nochmal die andere Seite. Beim Filetieren der Brust geben die Flügel Stabilität. Ich schneide direkt beim Brustbein ein und führe das Messer am Knochen entlang. Hier ist das Flügelgelenk. Traditionell lässt man den Flügel an der Brust. Und nochmal die andere Seite. Da sieht man nochmal schön das Flügelgelenk. Möchte man keinen Flügel an der Brust haben, schneidet man ihn einfach ab. Der Flügel ist in drei Segmente unterteilt. Das erste Segment würde man traditionell an der Brust lassen und die Flügelspitze würde man sowieso entfernen.
Ich entferne immer das Fett, was unter der Haut ist, weil das würde beim Braten nicht schmelzen. Die Brust dann noch zuschneiden und fertig. Das gleiche gilt für den Flügel und die andere Seite. Flügelspitze entfernen und Flügel abschneiden. Die Brust noch zurechtschneiden und fertig ist die andere Brust. Bei den Schenkeln brauchen wir nicht viel machen. Falls Knochen dran sind, die nochmal wegschneiden, überflüssiges Fett entfernen und fertig ist der Schenkel. Voilà, so leicht geht es, einen Huhn zu zerlegen. Hat euch das Video gefallen? Dann abonniert mich doch einfach und schaut euch die anderen Videos an.